Dann sehen wir uns mal um. Die Einheimischen sehen ganz freundlich aus. Soll ich rüberfliegen und Kontakt aufnehmen? Nein, wir fahren alle. Wahrscheinlich haben die noch nie einen Menschen gesehen. Ja, und wir wollen doch keinen schlechten Eindruck machen, wenn du allein darüber fliegst. Echt witzig. Du übertriffst dich heute selber, Stace. Jetzt fang nicht schon wieder damit an. Los, fahren wir. Hallo, ich heiße Gus Bonner. Oh, du brauchst keine Angst vor uns zu haben. Ah! Rickel! Da unten ist jemand. Helft ihr! Sind schon dabei. Rickel! Wenn ich dir helfe. Ein paar Flügel können da mehr ausrichten. Ah! Tiari, ich glaub, sie hat sich Tiari frei! Oh. Hey, Schätzchen, hast du Probleme? Jetzt bist du platt, was? Oh. Hey, was machst du denn? Du willst doch nicht etwa wieder runterklettern. Ich muss die Ormsockfahne holen. Aber nicht jetzt, Schätzchen. Wir verschwinden hier. Hey. Wir sagen in so einer Situation Danke. Deine Sprache hat kein Wort dafür, wie wütend ich bin. Na, wenigstens können wir miteinander reden. Nicht schlecht. Erzählst du uns, warum du so wütend bist? Harrison hat dir gerade das Leben gerettet. Leben? Das Leben ist nichts ohne Ormsock. Und was ist das? Vielleicht eine Medizin? Nein. Zum Aufsetzen. Zum Schönmachen. Lass mich das nochmal klarstellen. Du hast dein Leben für Modeschnickschnack riskiert? Ormsock gibt uns ein besseres Aussehen. Seht ihr die beiden da?
Almay? Puna? Ohne Omsorg sind wir ein Niemand. Es ist nur leider zu teuer für uns. Da muss es irgendwas geben, was ich an der Geschichte nicht verstehe. Hey, jetzt tun Sie nicht so, Major. Im normalen Leben zeigt man mit dem richtigen Outfit, wie cool man ist. Zu welcher Gruppe man an der Schule gehört. Oder wenigstens gern gehören würde. Wenn man nicht die richtigen Klamotten oder Schuhe anhat, ist man einfach nicht vorhanden. Okay, sowas ist vielleicht bei Frauen wichtig. Also, Major, ich habe mal einen ganzen Sommer lang gejobbt, bloß um mir ein paar Turnschuhe zu kaufen. Luftgefedert, Reflektorstreifen und dann waren die Dinger noch voll klimatisiert. Mann, die Schuhe hatten echt alles. Ist das ein Witz? Ich hatte es satt, wie eine Null behandelt zu werden. Eine Null? Er ist ein Lebewesen vom falschen Modeplaneten. Ihr könnt uns also verstehen. Wir müssen Omsorg haben, sonst... Ihr wisst schon. Hey, verschwindet hier! Los, steht nicht vor meinem Geschäft rum, wenn ihr nichts kauft. Wir stören doch hier niemanden. Ich verkaufe aber nichts an Menschen. Und du, geh jetzt endlich, du hässlicher Glatzkopf. Na gut, Leute, wir sind ja anscheinend wirklich nicht erwünscht. Schlagen wir unser Camp im Wald auf. Dann kann ich die heiße Dusche also wieder mal abschreiben. Ist doch kein Unglück, Rickel. Du brauchst dieses Omsorg nicht. Ich bin ein Nichts ohne Omsorg. Ich muss wieder zurück zu den Höhlen. Und ihr haltet mich nicht ab. Ich schätze, dann werde ich dir helfen müssen. Seattle meint damit, wir werden dir helfen müssen. Ein Mensch und auch noch ohne Haare. Hässlicher geht's nicht. Das ist Gus Bonner. Ich habe auf meiner letzten Handelsreise von ihm gehört. Die Takan haben eine Belohnung auf den Alien ausgesetzt, der ihn begleitet. Das hört sich ja sehr interessant an, aber es sind zu viele Menschen. Dann müssen wir eben versuchen, ein paar von ihnen loszuwerden. Lass uns das nicht ausreden, Onkel Gus. Wir gehen mit Rickel in diese Höhlen und holen ihr ein paar von diesen Farnen. Wenn ihr ihr wirklich helfen wollt, dann macht ihr klar, wie dumm es ist, zu glauben, dass sie das tragen müsste, was alle tragen. Das haben wir schon versucht, aber es hat nicht geklappt. Hast du schon vergessen, wie wichtig es für dich als Junge war, dazu zu gehören? Nur weil ich als Junge dumm gewesen bin, muss sie es nicht auch sein. Es ist doch nicht dumm, wenn man Freunde haben möchte, die einen akzeptieren. Nein. Aber diese Höhlen scheinen ziemlich gefährlich zu sein. Da sind nur ein paar zu groß gewordene Insekten. Wir wissen, dass sie da sind und können uns darauf einstellen. Wir haben schon Schlimmeres erlebt. Wenn wir Rickel nicht helfen, dann wird sie es bestimmt allein versuchen. Na gut, dann tut, was ihr für richtig haltet. Aber bleibt in Funkkontakt. Wenn ihr Schwierigkeiten bekommt, dann helfen wir euch so schnell wir können. Danke, Major. Du warst schon immer mein Lieblingsonkel. Hey, ich bin dein einziger Onkel. Also, gehen wir deine Omsorg holen. Ich danke euch. Danke. Dann bin ich endlich wie die anderen, Romalk. Ich hab gehört, was ihr vorhabt. Wenn du uns veralbern willst, musst du schnell machen. Wir haben's nämlich eilig. Also, eigentlich wollte ich ja mitkommen. Warum? Ist dir langweilig? Nein, ich hab bloß gerade an die Turnschuhe gedacht, die ich als Junge haben wollte. Ich wollte unbedingt so cool aussehen wie die anderen, aber sie waren zu teuer. Schätze, Rickel geht's genauso wie mir damals. Was ist denn mit dir los? Wirst du auf einmal mitfühlen? Hey, wenn ihr zickig werdet, müsst ihr auf meine Hilfe verzichten. Lass dich nicht so auf, Harrison. Los, komm! Der Weg ist breit genug für eure Fahrzeuge. Die Omsorg wachsen tief im Inneren. Sieht harmloser aus als der andere Eingang. Warum habt ihr letztes Mal den nicht genommen? Weil dieser Weg gefährlicher ist. Hä? Du hattest letztes Mal unwahrscheinliches Glück. Sind diese Farne wirklich so wichtig für dich? Sag mal, Rickel, hat es sich bei euch noch nicht rumgesprochen, dass das Aussehen nicht ganz so wichtig ist wie die inneren Werte? Das Innere ist schwer zu erkennen. Das Äußere schon eher. Hä? Für Mode kann man doch auch mal was riskieren. Der geflügelte Alien ist jetzt nur noch mit zwei Leuten zusammen. Schnappen wir ihn uns? Noch nicht. Erst müssen wir sicher sein, dass die anderen drei nicht zurückkommen. Harrison, wie sieht's da vorne aus? Die nächsten 500 Meter sind sauber. Wow, das ist ja... Was ist, Harrison? Nichts.
Ich sehe bloß gerade den coolen rosa Kristall auf den Stalagmiten. Stalaktiten. Stalagmiten wachsen nach oben. Bist du sicher? Ja, Stalaktiten hängen von der Decke runter. Also ich verwechsle das auch jedes Mal. Wirklich? Dabei ist es ganz einfach. Stalagmiten schreibt man mit G, weil sie vom Grund nach oben wachsen. Hm, ist eine tolle Gedächtnisstütze. Onkel Gus, hörst du mich? Jedes Wort, Stacy. Was ist? Hier ist ein kleiner Spalt in der Erde. Vielleicht 2 Kilometer tief. Hey! Die Harrison-Fähre ist schon unterwegs. Also ich mach's lieber auf meine Art. Wie weit ist es noch? Nicht mehr weit. Aber ab jetzt wird es sehr gefährlich. Oh, klasse. Verstanden, Stacy. Holt euch so viel ihr tragen könnt und dann nichts wie raus. Braga spürt nämlich ganz schlechte Schwingungen. Okay, wir machen schnell. Ihr habt ihn gehört, die Salat verschließt gleich. Tempo! Ach, so viele Omsok. Da kann mir keine andere mehr das Wasser reichen. Was ich nur nicht verstehe, ist, dass die Pflanzen im Dunkeln wachsen können. Hey, Pilze tun das auch. Sie brauchen nur Kohlenstoffzufuhr. Die Kristalle müssen aus einer Art Carbonat bestehen. Hm. Wenn ich so an meinen Biologieunterricht denke, fällt mir dazu ein... Ja? Achtung, Ungeziefer, weg hier! Ah! Major, wir werden angegriffen! Verstanden, Stacy. Braucht ihr Hilfe? Noch nicht. Ich hoffe, an der Felsspalte können wir sie abschütteln. Müsste sie aufhalten. Ich fürchte nicht. Schnell weg! Los, Sie schaffen's nicht allein. Wir haben Schwierigkeiten. Ich hasse zu viele Menschen. Los, spreng den Eingang, Tavi. Ja! Nein! Wo gibt es hier einen anderen Ausgang? Zurück durch den Tunnel. Nicht ohne eine Riesendose Ungezieferspray. Ihr scheint Probleme zu haben. Entschuldigt, dass ich euch nicht helfen kann, aber ich muss mich um eine Belohnung kümmern. Vielleicht solltest du noch mal darüber nachdenken. Ha, blass dich nicht so auf, du Stachelschwein. Ich schätze, du hast jetzt wichtigere Sachen zu tun. Kümmere dich lieber um deine verschütteten Freunde. Alles Gute noch. Echo, er hat recht. Erst müssen wir Stacy und die anderen aus der Höhle holen. Dann suchen wir Draga. Zuerst muss ich aber mein Bein hier rauskriegen. Hierher, du hässliches Vieh! Edok mal! Das ist meine Schuld. Ihr habt mit Omsok gar nichts zu tun. Nein, aber mit dir schon. Vorhin haben sie sich doch versteckt, als die Lichter angegangen sind. Ich glaube, ich habe eine Idee. Mach die Augen zu.
das? Magnesiumcarbonat. Ich habe in der Schule nicht immer bloß geschlafen. Mit unseren Lasern können wir es wie Blitzlicht explodieren lassen. Mein Ormsock! Weg! Hey, dann haben wir ja umsonst für deinen Modetick gearbeitet. Stacy, wie sieht's bei euch aus? Wir können sie noch in Schach halten. Geht in Deckung. Wir schießen euch mit dem Laser den Weg frei. Ganz recht. Er hat sich mit einem Kopfgeldjäger zusammengetan. Da sind sie! Wir müssen uns ihnen ergeben. Wenn du das tust, wirst du aber deinen Anteil verlieren. Du brauchst das nicht mehr. Bitte, ich ergebe mich. Es war sowieso alles seine Idee. Ich wollte nie einen Anteil von dem Kopfgeld. Lügner! Ich werde... Nein! Puh! Zieht mich hoch, bitte! Gute Arbeit, Rickel. Er ist zwar ein widerlicher Kerl, aber du hast ihn trotzdem gerettet. Du bist wirklich etwas ganz Besonderes. Danke. Aber unser Ormsock ist weg. Naja, zufälligerweise haben wir aber einen sehr, sehr netten Händler hier, der Ormsock verkauft. Und dem es eine große Freude wäre, mal eine Ausnahme zu machen und uns einen Gefallen zu tun. Habe ich nicht recht? Oh ja. Ja, selbstverständlich. Hier ist sie. Die schönste in meinem Geschäft. Ja, genau. Ich habe mich vergewissert. Nein. Das bin ich nicht. Ich sehe ja aus wie alle anderen. Das bin ich. Du kannst es zurückhaben. Ich will es nicht. Ich will nur ich sein. Lass uns gehen. Echt stark, Rickel. Ich verstehe das nicht. Erst will sie Ormsock und wenn sie es hat, wieder nicht. Tja, so schnell kann sich die Mode eben ändern. Selbstbewusstsein ist in und Ormsock ist out. Gib mir Tick-Tack! Wir werden ihm doch nicht das Geschäft verdorben haben. Na, wie sehe ich aus? Das ist schon seit Jahrhunderten out, Onkel Gus. Jetzt geht's ihm genauso wie mir mit meinen Turnschuhen. Ich habe den ganzen Sommer für sie geschuftet und dann waren sie nicht mehr cool. Verschwinden wir lieber von hier, bevor wieder was Neues in Mode kommt.